Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Pioneers of Olaftown. Ich habe gerade fleißig das frisch geerntete Obst von den Bäumen in sämtliche Fertiger reingeworfen. Wir haben jetzt Baumpflege auf Stufe 10. Baumfruchtqualität enorm erhöht, Verkaufswert von Baumfrüchten erhöht, Ausbeute geernteter Baumfrüchte um 1 erhöht. Ja, besser geht's nicht. Finde ich ganz, ist schon eine ganz nette Sache. So. Schmeiß hier mal noch so ein bisschen Saatgut rein. Random, I'm sorry. Und hier würde ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, Petunien und sowas. Mal so für ein paar Blümchen zum Züchten. So. Alles klar. Hier noch eine Petunie rein von mir aus und hier auch nochmal eine rein. So. Haben wir das dann auch erledigt hier an dieser Stelle? Den Rest wird schon einfach dann verkaufen oder so. Was hatten wir denn jetzt hier? Ah, hier die und die. Okay, das reicht. Noch ein bisschen was einsortieren. Können wir nochmal gucken. Ich habe hier noch dieses biegsame Bauholz. Das können wir noch weiter herstellen lassen. Und hier diese Saphire. Das können wir auch noch machen. Wartet mal. Ich schmeiß mal einfach mal schnell hier rein. Wo ist denn jetzt hier das Bauholz? Biegsam, da. Das brauchen wir. Ja, okay, so viel geht jetzt gar nicht rein, ne? Zu früh wieder probiert. Da war ich wieder ein bisschen zu gierig. Na egal, ich schmeiß es trotzdem mal rein. 30 und nochmal 30. So, okay. Und wie sieht's hier aus? Kann ich schon noch was reinwerfen? 2. Na gut, warum auch nicht? 3. Hey, yay! Okay. Zack, zack, zack. Was ist das? Nee, noch nicht. So, jetzt aber. Und, oh, Rosa 4 ist auch schon fast alle. Na gut. Gut, den Rest verkaufen wir mal. Ich kann da von mir jetzt auch die Kaffeebohnen hier reinschmeißen, because of reasons. Dann verkaufe ich den Rest so einfach. So, ach ja, ich habe ja noch ganz viel Futter ja auch geerntet. Passt das alles rein? Leider nein. So, da kommt was übrig ist hier unten noch dazu. Okay, gut. Oh, ist auch schon sehr spät, ne? Ich habe natürlich gesagt, komm, wir kochen mal noch mal schnell für Mikey was. Das müssen wir dann aber auf morgen verschieben. Schauen wir mal. Ja, aus Spaß, ne? Marmeladenfertiger. Oh, da lasse ich gerade Kokosnussmarmelade fertigen. Ich finde den Gedanken merkwürdig. Ist das dann sowas wie Bounty-Aufstrich oder was? Was ist denn Kokosnussmarmelade, bitte? Klingt sehr merkwürdig. Aber okay, warum auch nicht? So, verkaufen wir jetzt. Kaufen auch mal ein paar von. So. Okay, haben wir wieder ein bisschen Geld drin. Warum auch nicht? Gut. Dann ab ins Bett. Und morgen machen wir einen schönen Schokokuchen für Mikey. Hat morgen jetzt auch Angela Geburtstag? Ja, hat sie. Also inzwischen heute. Da muss ich mal gucken, was sie nochmal gerne mochte. Da muss man uns mal richtig ins Zeug legen bei der Guten. Huh. Am liebsten möchte ich den Tisch was kochen. Weil ich da so nebenbei noch meinen Kochskill dann leveln würde. Schauen wir mal. Automatisches Speichern abgeschlossen. Danke, Spiel. Puh. So. Geschenke Dorfbewohner. Geht das? So, gucken wir mal. Oh, Kyoto. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Und ich habe eben nachgeguckt und rausgefunden, Angelas Lieblingsgeschenk ist Kaffeepudding. dann soll sie kriegen. Und ich habe mir gerade auch so überlegt, ne, wir können ja eigentlich auch mal so ein bisschen ein-, zweimal Kaffeepudding mehr herstellen, oder? Also, dass sie quasi, ja, dass wir halt eben gleich was irgendwie auf der Halde haben, so, ne? Dass wir halt eben nicht immer wieder neu für sie was machen müssen, sondern dass wir gleich so einen kleinen Kaffeepudding-Vorrat rauskramen. Das fände ich doch ganz praktisch. Machen wir gleich mal so 5 Stück oder so. Er ist sogar super duper in seiner Qualität. So. Garnieren. Kochen. Oh, sogar auch perfekt. Hier los. So, auch nochmal garnieren. Und dann die besten Zutaten.
Also eigentlich nicht, ne? Also theoretisch könnte ich ja, ich kann ja mal aus Spaß hier, guckt es euch an, ne? Hier Ei plus, Milch plus. So. Noch garnieren. So, besser geht's nicht, ne? Beste Zutaten, maximal. Und das jetzt hier ein Regenbogen ist. Yeah! Okay, das reicht. So. Ich weiß, ich bin doof. Ich habe jetzt hier auch gleich einmal die Seite offen, was die gerne mögen. Und dann gucke ich jetzt einfach mal direkt nach. Wo ist denn jetzt hier? Oh mein Gott. Mikey mag Banane. Ja, also er liebt Banane. Das ist alles, was da steht. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Banane nicht verkauft. Okay. Mikey, er liebt Bananen. Na gut, dann. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das wird ein bisschen anspruchsvoller. Na gut, er kriegt halt eine Banane. Mal gucken, wie er drauf reagiert. Auf seine Banane. Was soll das? War doch eine Banane. Na gut. So. Hallo, ne? Kriegst auch noch ein Leckerchen. Du musst mich lieben bis zum Haustierfest. Bitte. Oh, bitte. Kriegt alle ein Leckerchen. So. Angela. Du kriegst jetzt hier heute super duper mega puper Kaffeepudding. Ich hoffe, es gefällt dir. So. Angela. Spiel. Lass mich zu ihr. Ich bin mal gespannt nochmal. Gucken wir mal ganz kurz nach. Ne? Das ist, glaube ich, relativ weit unten. Da. Das sind exakt 6 Herzen. Hi. Hier, das kriegst du, einen Kaffeepudding. In bester Qualität. Oh, was ist denn nur ein Geburtstagsgeschenk so? Jetzt wird sie uns lieben. Schaffst du jedenfalls. Wo ist sie hin? Da. Hat ein ganzes Herz gebracht. Ein ganzes Herz. Ich sag's euch, Leute. Das läuft. Das läuft. Wie geschmiert läuft das? Hi. Du siehst aus wie einer, der sich über Armbanduhren freut, stimmt's? Oh, das war eigentlich. Hä? Das war für dich bestimmt. Was zum Kuckuck? Das ist ja einsame Spitzenklasse, ja, siehst du mal. My friend. Hallo, Gloria. Auf Stiebe Sachen zu verschenken, das ist so befriedigend irgendwie. Okay, cool. Jetzt müssen wir noch Mikey finden. Das heißt, eine Banane kriegen. Weder liebt die nicht. Wo ist Mikey? Da ist er nicht. Wo ist Mikey? Nein, nein, nein. Ist er weg? Nee. Hä, bin ich blind? Mikey ist verloren gegangen. Ohne Scheiße, ich sehe ihn nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Doch, da ist er. Mikey? Angeblich soll er hier irgendwie herumlümmeln. Ach da, Mikey, bist du bereit, eine Banane entgegenzunehmen? Hier, bitte. Wow, danke, Yumi, du bist eine wahre Heldin. Krass. Mama nervt mich immer damit, dass ich lernen oder irgendwelche Hausarbeiten machen soll, whatever. Okay, cool. Also, das hat ihm wirklich gefallen. Fand ich gut. Hallo, Eerie. Magst du Kaffeepudding? Keine Ahnung. Oh, das ist, wenn ich vor Dankbarkeit annehme. Ich habe den voller Liebe gemacht. Du sagst, so magst du Kaffeepudding? Vermutlich nicht. Ah, für mich? Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich glaube nicht, dass du das wirklich zu schätzen weißt. Das ist sehr enttäuschend. Ah, mein wunderschöner Kaffeepudding. Haben wir denn hier? Baumprofi. Yay, yay. So, Erdbeermarmelade. Na, wenn es sonst nichts ist, Sally. Wenn es sonst nichts ist, ne? Hui, muss ich mir ja Mühe geben, ne?
Hallo Raina! Oh, okay, sorry. Das war jetzt ein bisschen over the top. Wir können ja mal gucken, was sind die alles so mag. Hey, müssen wir zusammen sein? Nein? Okay. Hi! Hallo, danke, dass du vorbeischaust. Heute hilft mein Papa im Laden aus. Howdy, Yumi. Falls du irgendwelche Fragen hast, immer her damit, ja? Papa, nicht alle Kunden mögen es, wenn man sie einfach so in ein Gespräch verwickelt. Du musst ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Papa bringt den Kunden unsere Produkte näher und er macht auch die Kundenberatung. Jo, was läuft, gemischte Warenladengang? Grüß dich, Lars. Also, Angela, erinnerst du dich an das, was ich letztens hier gekauft habe? Gemischt Warenladengang. Wer kennt sie nicht, ne? Übelst nice. So. Gibt's damit ein Problem? Nein, gar nicht, aber... Siehst du, Papa hilft unseren Kunden auch bei allen Problemen, die vielleicht auftauchen. Er soll hier die Produkte erklären. Aber manchmal kommen auch Leute vorbei, die nur reden oder wissen wollen, wie es uns geht. Ist aber nett. Ich gehe zum Werkzeugschuppen und schaue mir an, was da los ist. Alles klar, pass auf dich auf. Entschuldig die Umstände, Angela. Ich kann mir deinen Papa nicht allzu lange, versprochen. Weißt du, ich träume davon, wie Papa nur mit den Kunden zu plaudern, den Check oder Cindy den Laden übernehmen. Ich möchte sehen, wie unsere Produkte eingesetzt werden und wie sehr sie den Leuten gefallen. Eines Tages möchte ich meinen Enkeln beim Abendessen davon erzählen. Ach, was denkst du? Ich wäre doch eine ziemlich gute Großmutter, würde ich mal behaupten. Schließlich habe ich von den besten Großeltern gelernt. Oh, feine Schleimerin. So, hi. Du bist doch eine Meisterin des Sichelns, oder? Ey, hier. Wie erinnerst du und ich? Hä? Du willst mir das wirklich geben? Moment, wollen wir irgendwo hingehen, wo es ruhiger ist? Oh, Jack, wollen wir einen Enkel machen? Für deine Mutter? What? Diese Maske. Ach, du veralberst mich doch, oder? Wenn ich annehme, springt Cindy aus einem Versteck und macht sich über mich lustig, oder was? Moment, das war ernst gemeint, wirklich? Tut mir leid, ich wollte keinen Witz draus machen. Ach, das hat sicher viel Mut gefordert. Ich kann auch kaum glauben, dass das jetzt wirklich passiert. Ich habe schon, als du hergezogen bist, ein Auge auf dich geworfen. Oh, du hast so viel Energie und bist allen gegenüber offen. Das habe ich an dir bewundert. Und schon bald konnte ich nur noch an dich denken. Wie schön, ich liebe dich auch. Jetzt, wo wir ein Paar sind, muss ich alles für dich geben. Faulenzen geht nicht mehr. Ach du. Behave. Das ging ja kurz. Das war jetzt hier kurz und schmerzlos, oder wie, oder was? Das Wetter wird langsam wieder wärmer. Das ist aber schön. Hallo. Huhu. Wir quatschen einfach mal alle voll. Das mache ich gern. Hoi. Hier, Parfüm, bitteschön. Was schenkt man denn den Leuten? Ich hätte vielleicht auch eine Armbanduhr schenken können, der arme Herr. Naja, egal. Das hat er Fruchtparfüm bekommen. Ich kann ja mal gucken, was sie noch so gerne mögen. Ich würde gerne, wie gesagt, ein bisschen mehr kochen für alle. Was haben wir denn jetzt hier? Mikey mag seine Bananen. Das ist sehr enttäuschend. Ich dachte, ich kann hier schön für Mikey ein bisschen kochen. Victor mag... Juwelenmelone und Shiny Watch. Okay. Gloria, goldene Erdbeeren. Käferfür. Okay, die war auch nichts gekochtes. Jacobo, Diamant. Giant Seafood Pizza. Große Meeresfrau. Habt ihr irgendwie mal normale Sachen? George. George mag Ei Plus. Und Eiersalat. George mag Eiersalat. Interessant. Das soll doch kriegen. George kriegt seinen. Patricia. Die mögen alle immer so nicht gekochte Sachen. Das ist so unverschämt. Mögt doch mal gekochte Sachen. Jason wäre auch nur Orangenmarmelade, Maxelli, aber ist auch nicht gekocht. Mann, die wollen ja alle nicht bekocht werden. Was soll denn das? Wie soll ich denn euch bekochen, wenn ihr nichts haben wollt?
Die bringen mich hier ganz schön in die Bredouille, ich sag's euch. Miseki, marinierte Pilze. Und marinierten kleinen Fisch. Das können wir mal ausprobieren. Wenigstens Miseki will was. Miseki will was gekocht haben. Da gucken wir mal, ob wir mal irgendwie marinierte kleine Fische oder marinierte Pilze haben. Karton. Ich denke, es wird hier dabei sein, ne? Gekochtes Gemüse. Irgendwas, das mariniert ist. Nee, gekocht Kastanienreis. So, irgendwas mariniertes dabei sein. Ihr macht es mir nicht leicht, ne? Ohne Scheiß. Tiramisu mag sie auch. Oh, Clemens. Clemens mag Mont Blanc. Und Kastanienreis. Das sind ja Sachen, die vielleicht ein bisschen besser sind. Kann ich einfach hier... Können wir Mont Blanc machen? Haben wir da alles da? Ich weiß es gerade gar nicht. Das kann ich aber schon, ob ich das richtig ausspreche. Haben wir denn da? Ja, hier. Habe ich alles? Wie viele Kastanien habe ich denn? 15, das reicht. Noch ein bisschen Milch. Dann nehmen wir noch mit ein bisschen Zucker. Hoffentlich freut er sich da drüber. Wir müssen irgendwie mal hier ein Level abkriegen. Der einzige Grund. Oh, sogar perfekt. Sehr schön. Clemens, nur für dich. Wir können doch noch für Miseki ein Tiramisu machen. Haben wir Tiramisu? Sachertorte. Was fehlt mir denn für ein Honigpudding? Oh, ich habe da bestimmt einen Honig, nicht? Kann ich kein Tiramisu machen? Oh mein Gott, ich kann kein Tiramisu machen. Das Leben ohne Tiramisu ist sinnlos. Schwierig. Lars mag auch Mont Blanc. Machen wir denn auch noch gleich einen mit? Das kriegen wir hin. Der arme Larsi war. Ich weiß gar nicht, wie gut ich mit Lars befreundet bin. Muss ich auch nochmal gucken. So. So, dann nehmen wir den Spaß auch nochmal. So. Simon mag auch einfach nur Pudding. Wie jetzt? Simon mag auch einfach nur Pudding? Echt jetzt? Schenkt denn jetzt hier so voll krass, ohne Scheiß, so eine teure Armbanduhr und dabei freut er sich auch einfach nur über ganz normalen Pudding. Und das ist schon dreist. Kriegt dann noch so ein Pudding, muss ich den morgen geben oder so. Jan, Cindy. Sour Cherry Soup, Honey Pudding, Joghurt Drink. Ja, was sind die? Muss ich mir auch noch ein bisschen Mühe geben. Honigpudding. Was ist ein Sour Cherry Soup? Saure Kirschensuppe. Besitzt du etwas? Sauer Schafsuppe, grüne Krabbe. Hab ich sowas? Nee. Ich hab nichts mit Kirschen. Die sind die wieder mit ihren komischen Sachen. Kirschmarmelade Joghurt trinken mag sie aber auch ganz gerne. Den könnten wir machen, oder? Ja. Kann niemand noch. Wie mit dem, was ist ein Fruit Orlais? Fruit Orlais? Das klingt wie irgendwas, was hier vielleicht ist. Vielleicht einfach noch Fruchtkompott? Ich bin mir nicht sicher. Wir können hier mal Fruchtkompott geben. Ja, hier irgendeine Frucht. Noch ein bisschen Zucker. Und das Garnierung noch mal. Noch, also Kirschen mit Kirschen und Kirschen. Da kommt man schon schnell durcheinander, ne? Was mag du Setzo? Onigiri. Oder Chestnut Monaka. Chestnut. Kann ich das selbst machen? Gegrillter Fisch, Curryreis. Ich weiß gar nicht, was das teilweise alles ist, ne? Kastanienreis. Fehlt mir natürlich Kastanien. Ich mag auch gerne einfach nur Onigiri. Kriegt man vielleicht auch hin. Ich werfe wohl einfach noch Kastanienmonaka oder so.
I have no idea, was das auf Deutsch ist. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal Reis. Kochen. Und dann mache ich jetzt. Onigiri werde ich auch herstellen können, oder? Ist das bei anderen Speisen einfach dabei? So ein kleiner Lascher Onigiri? Kräutertee gekochter. Kann ich keine Onigiri machen? Salat wird es nicht sein. Hauptgericht aber auch nicht. Oder? Was ist denn ein Onigiri? Also ich weiß, was ein Onigiri ist, aber eigentlich ist das auch so eine kleine Nebenbei-Sache. Jetzt bin ich sehr irritiert, weil ich anscheinend kein Onigiri machen kann. Was soll denn das? Oh no. Schmeiß ich einfach mal jetzt hier mit rein. So, ich hab das. Gut, gucken wir mal. Ob wir damit ein paar Leute glücklich machen können. Wobei, die Liste ist noch nicht, wir sind noch nicht ganz durch, ne? Norman, ne? Mag ganz gerne Apfelzeug zum Beispiel. Ach, ich hab nicht mal ein Level abgekriegt, ne? Hm. Oh Gott. Wie viel ich kochen muss, um da mal irgendjemanden glücklich zu machen. Unglaublich. Kriege ich denn Onigiri? Kann ich da draufklicken? Ich habe keine Ahnung, wie ich Onigiri rankriege. Macht mich traurig. So, was haben wir denn jetzt hier? Normaler Pudding haben wir aber schon. So, Lars und Clemens würde ich gerne mal beschenken. Da habe ich euch schon beschenkt. Nein. Danke, ist was Wundervolles. Nein. Können wir die beiden Bros hier so ein bisschen glücklich machen? Lars ist bestimmt draußen unterwegs. Der ist bestimmt gerade bei der Gemischtwaren-Gang. Oder wie hat er uns genannt? Die gute alte Gemischt. Wo ist denn Clemens? Clemens, sage ich schon. Ey, Lars ist auch zu Hause. Hey, der chillt hier, oder was? Yo. Yo. Ja, das Lachen ist immer ein guter Indikator, dass es dem wirklich gefällt. Ich muss mich da echt mehr reinhängen, ne? Cindy! Ich muss nochmal gucken. Ich hoffe, dass das auch hier dieses Fruchtkompott das Richtige ist für Manuela. Muss man mal schauen. Ich muss mich da echt ein bisschen mehr reinknien, ne? Die ganze Sache. Stimmt's, Raoul? Du kriegst ja eine Mayo. Das kriegt man schon hin bei dir. Oh, hier. Du magst gerne Eier. Bei George muss ich mir merken, immer mal so ein Ei Plus dabei haben oder so. Das sind so die einfachsten Sachen. Oh, was ist jetzt los? Entschuldige, Yume, ich bin etwas beschäftigt. Ach, du bist wegen mir hier? Du möchtest einkaufen? Ach, ich passe auf den Laden auf. Geh du ruhig dich fertig machen. Okay, ja, mache ich. Aber ist ein Frack wirklich zu übertrieben oder so? Ich würde eigentlich gerne ganz, ganz so gehen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. So lassen sie dich doch gar nicht erst in die Feier. Es gibt eine Kleiderordnung. Boah, wie ätzend. Warum gehst du nicht hin, Mama? Ich dachte, piekfeine Events wären eher dein Ding. Na, so würde ich das nicht sagen. Ist nur eine Feier einer unserer Stammkunden. Aber eine gute Gelegenheit zum Networking. Also benimm dich. Hey, großer Bruder. Wirst du auf der Party tanzen? So eine Party ist das nicht. Wir werden nur herumstehen und Snacks futtern und quatschen. Oh, Menno. Ich dachte, du wirst alle mit deinem flinken Tanzbein beeindrucken. Wirklich? Ach, ich tanze doch gar nicht mal so viel. Dachtest du, ich könnte das gut? Weißt du doch nicht, wenn du es nicht ausprobierst. Was meinst du, Yume? Bitte lass das mit ein. Du bist bestimmt ein super Tänzer. So, komm, du denkst das wie? Ach ja, du solltest mitgehen und ein Bild von ihm machen, Yume. Das reicht jetzt, Cindy. Ich dachte, du wolltest spielen gehen? Genau. Ich lasse mich nur zum Wohle unseres Ladens und unserem Dorfes auf der Party blicken. Ach, das ist auch wichtige Arbeit. Ach, jetzt hast du es verstanden, Jack. Deshalb habe ich auch dieses Frack für dich zurechtgelegt. Danke. Ich bin dann mal weg. Krass am Networken. Oh, Jemini. Der Arme. Ach, ich will auch. Ich will die Party herausputzen. Oh, sie will auch Tänzchen gehen. Ja, ja. Geht halt nicht immer. Gut. Wir haben auch schon relativ viel erlebt heute. Ich würde sagen, ich bedanke mich mal einfach mal bei euch fürs Zusehen. Ne?
sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wo ist Cindy? Ich werde wahnsinnig. Cindy, wo bist du? Die ist gar nicht zu Hause, ne? Die rennt irgendwo anders rum. Aber nur... Ach Gott, die ist oben bei Susetsu. Na gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.